willkommen zurück hier bei hier. Fahr durch Europa hier gerade. Sieht wirklich schön hier aus. Also, es ist einfach mal was anderes. Und, es gibt viele Spiele. Da gab es einen Teil 1, der war der Knüller. Und dann war Teil 2 nur eine Enttäuschung. Da wurde stark nachgelassen. Es gibt aber auch Spiele, da war der erste Teil, der war so mittel bis gut. Und dann war der zweite richtig der Knüller, weil die Entwickler aus ihren Fehlern gelernt haben. Ich finde definitiv, ETS 2 zählt zu den Spielen, wo der erste Teil schon gut war und der zweite der Knüller ist. Ich finde aber ganz ehrlich, OMSI gehört dahin, der erste Teil war der Knüller, der zweite war ein Flop. Das irgendwie kommt mir das alles so lieblos vor. Und ich finde persönlich auch damals, da ist man eine Linie öfters gefahren, weil man es einfach interessant fand. Neues Konzept von OMSI, das ist geil, das ist mal ein anderer Simulator, wenn man vorher Citybus Simulator gewohnt war. Anderes Konzept, super, super. Und dann kam OMSI 2 raus, vom Konzept dasselbe. Das heißt, da fahre ich, auch bei OMSI 1 bin ich in der Linie 10 mal gefahren, bis langweilig wurde, da fahre ich so einmal und sage mir, ja, kenne ich doch eh schon von OMSI 1, wird langweilig. Im Prinzip wird auch bei OMSI 2 eigentlich nichts Neues geboten, in dem Sinne, dass es nicht mal das Gleiche ist. Deswegen finde ich, es wird bei OMSI 2 noch schneller langweilig, weil es im Prinzip dasselbe ist wie das alte, nur dass die Kamera ein bisschen hin und her wackelt. Jedoch, ich habe ja auch mit dem Nico diskutiert, und da sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, Leute, bei denen, die einen schwachen Computer haben, läuft es jetzt noch beschissener. Leute, die einen guten Computer haben, da läuft es noch besser. Also bei mir läuft das Spiel stabil. Ich werde mich da nicht beschweren, aber es bringt ja nichts, wenn es dann eh mal abstürzt, dass es dazwischen stabil läuft, diese 5 Minuten. Da hat man dann zwischen mal schön 30 Frames die ganze Zeit, bis es wieder abstürzt, aber das ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich finde es auch schade, dass man sich da auch nicht so richtig drum kümmert, dass die Entwickler sich da einfach nicht so richtig kümmern. Die Kacke ist ja immer noch nicht behoben. Sagen wir so, da gab es schon Publisher und Entwickler, die haben da schneller reagiert. Denen waren ihre Kunden wenigstens wichtig. Und dieses Gefühl kommt mir derzeit bei MR Software eigentlich gar nicht auf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin schon enttäuscht. Und wenn ich mal gucke, bei Amazon oder sowas, hat OMSI 2 eine Durchschnittsbewertung von 2,5 Sternen. OMSI 1 von 5 Sternen. Das ist, ja. Da möchte ich aber bloß nicht hören, dass sich die Entwickler jetzt wundern, warum das so ist, ne? Also, naja. Bietet halt nicht viel Neues, ist halt im Prinzip auch in dem Sinne uninteressant. Ein Gelenkbus, aber wenn man den ein paar Mal gefahren hat, denke ich mal, hat man auch so den Crew raus und sagt sich dann auch, ja gut, ist schön mal gemacht zu haben mit dem Gelenkbus, aber dann ist es mir keine 20 Euro wert. Also man kann sein Geld besser investieren in OMSI 1 und dort funktioniert ja wenigstens noch alles. Ja. Ich weiß nicht, wie das da erstmal weitergehen soll. Ich habe auf jeden Fall derzeit überhaupt, also wenn ich weiß, dass eine OMSI 2 Aufnahme ansteht, da läuft mir wieder den Rücken runter. Ja? Minecraft weiß ich geht, was habe ich noch für Projekte, FSX geht, auch wenn FSX das anstrengendste von allen ist, weil da muss ich am meisten machen. Hier muss ich ja links und rechts lenken, bei OMSI auch, bei Minecraft ein bisschen unterlaufen, da muss ich ja dafür sorgen, dass er alles im Lot bleibt bei FSX. Aber trotzdem, am wenigsten Spaß macht mir derzeit OMSI 2, weil es nur abschmiert. Und dann sag ich mal, hey, das funktioniert ja. Dann hat man mal eine Map zum Laufen gebracht. Ja, es wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt auch alles funktioniert hätte. Nee, dann muss er natürlich die Map abschmieren. Irgendwas muss er immer versagen. Deswegen
Ich bin wirklich enttäuscht. Und, ja. Also von der jetzigen Lage bin ich jetzt nicht auch einer, der sagt, kauf dir das Spiel, das ist so geil, das kann ich wirklich nicht sagen. Wenn man so, wer noch kein Omsi hat, kann sich Omsi 2 kaufen. Doch wer Omsi 1 hat, damit zufrieden ist, auch skeptisch ist, dass es im Prinzip Nachteile mit sich zieht, das Programm zu kaufen, der soll doch, der ist wirklich mit seiner, mit seinem Getue gar nicht mal so falsch, denn das ist auch teilweise berechtigt. So, jetzt sehen wir hier gerade mal einen Tandem-Anhänger, so einen meinte ich. Ich gucke gleich mal, ob ich einen Auftrag mit einem Tandem-Teil kriege, dann können wir eventuell mal eine Runde mit so einem Tandem-LKW fahren. Versteht sich natürlich für ein Unternehmen, nicht für uns selbst, aber ich denke mal, das können wir auch verkraften. Ist ja auch nicht schlimm. Dann machen wir mal hier was, huchala, ganz anderes. Ja. Guck ich mal ganz kurz, was halt, nicht beim Händler. Zurück. Wie war das denn noch gleich? Achso, Auftragsangebot, genau. Schneller Auftrag. Lass dich als Berufskraftfahrer einstellen. Genau, das ist jetzt. Jetzt gucken wir, wo hier so ein Tandem-LKW abgebildet ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis wir da einen finden. Aha. Also ich bin mir sicher, da ist einer dabei. Nur eigentlich, dass ich jetzt hier auf den ersten Seiten noch keinen gefunden habe. Weil, es ist auch nicht so, dass das ganz so oft ist mit diesen Tandem-Aufträgen. Also, da gibt's schon ein paar, aber richtig viel möchte ich bitte anders bezeichnen. Sagen wir es mal so. Wo ist er denn nur? Also, wie gesagt, Ausstellung nach so einem Oschi mit Container. Also, deswegen, gerade einen Auftrag hier mit der Sucherei. Ich habe das Gefühl, das ist sowas. Was für ein LKW ist das? MP4 war das gerade, deswegen war da kein Bild. Der MP4, der Arctros da. Und man findet hier keinen. Wobei ich glaube ganz fest dran. Wobei jetzt da ein Bild. Ist doch eigenartig. Naja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Seiten wir hier noch kommen. Was gibt's denn hier? Klopapier habe ich gerade gelesen. Oder, nee, Colding war das. Ich habe irgendwas mit Klopapier gelesen. Oder? Nee, Büropapier. Dann habe ich irgendwie hier von K. Colding hier das Klo her und von Papier hier, von Büropapier das Papier. Ja, Klopapier. Was ist das? Discounter? Ah, gut. Es ist wohl eine neue Firma hinzugekommen. Ja. Was ist das hier? Ach so, kann man auswählen, was für ein LKW. Das ist ja cool. Nehmen wir mal Renault. Ich würde gerne mal so einen hier testen. Mit so einem habe ich wenig Erfahrung. Und fände die generell im Konzept gar nicht mal so blöd. Pass auf, lass uns mal erst das hier machen und dann fahren wir wieder an unserem. Da fahren wir auch mal für Discounter und dann würde ich gerne mal auch diese neue Marke da kennenlernen. Huchala, ist ja gut. Aber vorher gebe ich mir noch mal ganz kurz die Kante und dann sehen wir uns auch gleich. Moment. So. Hier, sieht man. Moment. Ach du Schande. Ein Tandem-Anhänger haben wir dran. Aha. Das ist ja ein witziger Witz. Wahrscheinlich so das war nur. Das alles hier ist gerade ein Unfall.
muss man dann wieder gerade stellen. So, jetzt ist es gerade. Oh oh. Meint ihr, das klappt überhaupt? Und es klappt sogar. Also sieht ja überhaupt nicht eigenartig aus, ne? Ist ja ganz normal, ne? Wir wollen ja nichts sagen, oder? Oh, der LKW, der ist aber, sagen wir mal so, der sieht aus von außen, fand ich den schon mal ein bisschen eigenartig. Ja, der ist ganz okay. Es gibt aber wahrscheinlich auch bessere. Also ich finde den Renault Premium beispielsweise finde ich besser. Na, aber dann variieren wir mal zwischen den LKW. Ich glaube, ich habe in der Aufnahme schon einmal einen Fehler gemacht, eine LKWs gesagt, habe ich das Gefühl. Naja. Oh, jetzt haben wir einen Händler entdeckt, das ist ja cool. Aber das ist der Tandem-Anhänger, den hängt man natürlich jetzt nicht an so einen normalen LKW dran. Das ist natürlich der größte Schwachsinn, aber ist halt irgendein Bug wahrscheinlich nur. Ich wollte eigentlich auch einen Tandem-LKW als Suchmaschine haben, aber wenn es nicht möglich ist. So viele Kilometer hat der denn jetzt hier runter, der Gute? Moment. 90.504, alles auch eine ganze Menge. Wenn ich am Überlegen bin bei meinem Privat... Bei meinem Privatprofil, wie viele Kilometer ich da schon rumgefahren bin, wie viele Jahrzehnte und erst 35.000 rund hab, dann... So. Wo sind wir eigentlich gerade? In Stettin. Ah, hab ich auch nicht drauf geachtet, wo wir sind. Wir fahren nach Frankfurt. Ja, das ist ja alles klar, ne? Aber der LKW ist okay. Fällt jetzt meiner Meinung nach nicht besonders positiv, aber für seine Zwecke ist er gut. Der ist aber bestimmt auch sehr teuer. Habe ich das Gefühl. Also mein Gefühl verrät ja immer ganz viel. Und mein Gefühl sagt mir, der ist teuer. Und wenn das mein Gefühl sagt, dann ist das auch so. Ne? Weil ich meine, Renault ist ja generell hier im Spiel teuer, auch in echt, meine ich. Also kann ich mir gut vorstellen. Und die Scheibenwischis gehen auch, das ist gut. Was haben wir hier für eine Farbe? Also irgendwie, da kannst du sagen, du bist jetzt wieder irgendwie so überhämmert aus. Ne? Das ist ein Anhänger hier, ey. Also es ist ein interessanter LKW, Ottmar. Mit einer interessanten Ladung. Was für eine Ladung haben wir eigentlich? Fleisch. Ah ja, vom Schlachthof gestern von der Aufnahme bei Omsi. Wahrscheinlich. Ach so, hier ist schon eine Autobahn. Und ich fahre hier rum, als ob es eine Landstraße ist. Ja, es gibt Leute, die haben Mitknall noch nicht gehört. Das ist öfters mal. Also wenn du, ne? Viele Leute triffst, da ist auch mal so einer dabei, der das nicht merkt. Und ich hoffe, wir kommen noch in der Aufnahme an, damit wir dann schön zum Beginn der nächsten uns wieder in unseren normalen Valiant. Nein. Volvo heißt jetzt, glaube ich, auch im Spiel. Die haben jetzt wahrscheinlich irgendwie die Lizenz oder irgendwie sowas. Irgendwas habe ich da in Erinnerung gehabt. Kann ich jetzt also wahrscheinlich ganz offiziell Volvo sagen. Und nicht Valiant. Aber wie gesagt, das mit Omsi 2 finde ich wirklich schade. Und ich habe damit im Spiel, das ist halt auch nur Probleme. Also sobald man sich nur auf der Spannung bewegt, mag einem das Ganze, das ging mir ja auch so, alles so wunderschön vorkommen. Ach, wie geil. Also wenn man zum ersten Mal den Gelenkbus dann gefahren ist, dann ist es mal ganz toll. Siehe ich da in der ersten Aufnahme, ne? Da war man natürlich schon ganz am Ende, aber ich sag mal auch, je öfter man das macht, der wird auch total langweilig. Wieder das Spiel, du musst was Neues bieten und das tut es einfach. Das bleibt auf dem alten Konzept und
Das finde ich ist da auch das Problem. Und mein Problem ist, dass ich hier voll die Folge überziehe. Also, bis gleich.